wunderschönen guten Tag. Und zwar haben wir jetzt die nächsten 30 Minuten Zeit für ein kleines Workout. Und zwar ein Workout mit den Wasserflaschen. Und zwar, die Wasserflaschen sind zum Einsatz gekommen, weil wir jetzt zu Corona-Zeiten die wenigsten ja ein Flexibar zu Hause hatten und haben. Und insofern ist das so die Alternative. Und du müsstest dich jetzt praktisch vorbereiten. Also du brauchst eine große 1,5 Liter Flasche und die nur zu 3/4 mit Wasser gefüllt. Und dann nochmal, vielleicht wenn du 1 Liter Flaschen hast und 500 Milliliter Flaschen, so eine kleine. Und diese Flaschen auch jeweils nur zu 3/4 Wasser gefüllt. Ja, du kannst gerne das Video jetzt anhalten, dich vorbereiten und dann das Video ja wieder starten. Gut. Wir beginnen mit einer kleinen Erwärmung, mit Musik, alles durchzubewegen und ja, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Gut, also, dann geht's gleich los. Super, locker laufen. Genau. Atmen tief ein. Und aus. Öffne die Füße. Genau, nochmal einatmen. Und dann lass die Arme unten, Side to Side. Geh über die Mitte in die Kniebeuge. Ja, lande weich. Und dann nimm deine Schulter dazu. Schulter kreisen. Genau. Vergiss nicht die Kniebeuge unten. Dann nimm die Ellbogen mehr vom Körper mit. Genau. Lass den Arm lang kehren und denk weit über deine Fingerkuppen hinaus. Bleibe immer wieder so in deiner Atmung verbunden. 4, 3, 2. Nimm den Arm jetzt über die Seite nach oben. Streck dich lang, weit. Super. Okay. Gut, noch 4, 3, 2. Beide Arme beugen und dann geht die Ferse zum Gesäß. Lass das Ganze so ein ganz lockeres Schwingen sein. Ja? Stabilisiere dein Becken, Schambein sanft nach oben für mehr Stabilität. Okay. 4, 3, 2, jetzt doppelt. Zweimal schieben. 4, 3, 2. Step Touch. Füße schließen und dann gehen die Arme nach außen. Sehr. Denk mal so ein bisschen mehr Weite bis über die Fingerkuppen hinaus. Setz deine Füße klar, bewusst. Okay. Okay, noch 4, 3. Heb das Knie. Nutz den Raum auch über dir nach oben. Bleib hier vom Brustbein oben. Ja, auch wenn die Arme runtergehen, praktisch nicht einrollen, sondern oben bleiben. Hey. Ja. Hey. Noch 4, 3, 2, jetzt doppelt. Tief. Und hoch. Tief. Gut, jetzt etwas schneller Tempo.
laut aufgerichtet, die Leine geöffnet. Hey, Achtung, Side to Side. Jetzt lass den Arm über die Seite schwingen. Ja? Nicht so ein hartes Ende, schwingen. Hey. Gut, mir wird schon so langsam warm. Ich hoffe, dir auch. Noch 4, 3, 2. Der Arm geht nach vorne. Und jetzt dreh den Brustkorb. Lass das Becken unten ruhig stabil. Und jetzt hier unten. Hey. Auch das Schulterblatt. Lass das nach hinten, unten, außen gleiten. Dein Brustbein führt. Hey. Schön. Achtung. Noch 4, 3, 2. Jetzt beide Arme nach vorne und wieder die Ferse nach hinten schultern. Achtung darauf, dass du praktisch nicht hinten im Rücken eng wirst. Lass das Becken aufgerichtet. Noch 4, 3, 2. Step Touch. Super. Wir machen den Arm jetzt einfach runter. Öffne die Ellbogen. Und jetzt haben wir es nicht nach hinten geht und zum oben Spannung raus, sondern dass du die Ellbogen weit bist. Hey. Noch 4, 3, 2. Hey, hey, Arme oben. Hat fast geklappt mit der Choreografie. Gut. Die Arme gehen hoch, lass mal deine Schulter wieder sinken. Weit. Und dann das Knie mit. Immer wieder. Verbinde dich mit deiner Atmung. Super. Noch 4, 3, 2, March. Schließ jetzt die Füße, atme tief durch. Wir gehen in die Kniebeuge, starten nach rechts. Dann gehen in die Mitte und gehen nach links. Die Ferse in den Boden, dann vom Boden, tack. Ein bisschen wie ein Flummi, der aufkommt und dann wieder abreit. Ja? Trau dich aber reinzugehen. Tief, lange entspannter Nacken. Okay. 4 atmen, 3 öffnen, 2 Achtung, etwas schneller. Los geht's. Hey, hey. 4, 3, 2, nochmal langsam, tief und ganz klar. Die letzten 4, 4, 3, 2, bleib auf der rechten Seite, tief und hoch. Und 4, 3, 2, langsamer. Spür nochmal, dass der Weg nach unten frei wird, wenn du wirklich die Idee hast, dich reinzusetzen. Hey, mir ist warm. Ich bin aktiviert und bereit. Bleib unten. Stütz dich auf deine Ellbogen. Und jetzt sorg dafür, dass dein Becken, deine Sitzbeinhöcke hinten runtergehen und du hier nach oben kommst. Atme. Super. Und jetzt roll dich auf. Ganz bewusst aufrollen. Jetzt geh nach vorn. Atme ein. Atme aus.
tief ein und aus. Noch einmal. Ein und aus. Oben angekommen. Zieh einmal deinen Arm nochmal nach oben raus. Den anderen. Löse die Hände und dann verschränke hinten die Finger. Zieh die Finger aktiv nach, also auseinander. Und dann öffne vorne deinen Schulterbereich. Achte darauf, dass du praktisch nicht mit dem Becken kippst und dann kollabierst, sondern bleib mit dem Becken aufgerichtet und hier in einer klaren Verbindung. Ha! Schön. Okay. Löse das Ganze. Okay. Gut. Dann legen wir los. Und zwar, wir starten mit der größeren Flasche. Ja? Stell dich gut hüftbreit parallel auf und nimm die Flasche so zwischen deine Handballen vor den Körper. Deine Knie sind weich und richte das Becken auf. Also immer wieder hier dieses Kreuz beim Sinken für eine gute Verbindung zum Boden. Und dann schwing mal vor den Körper so ganz ruhig, ganz gemütlich, ganz entspannt. Deine Knie sind, wie gesagt, durchlässig. Ja, das Becken ist über den Fersen. Und dann spürst du, wenn du jetzt so entspannt, locker schwingst, dass es keinen Grund gibt, irgendwie explizit Muskeln anzuspannen, dich zu stabilisieren. Ja? So, also nicht praktisch festmachen, sondern bleib durchlässig in der Verbindung und spür das, dass du jetzt auch hier so in deiner globalen, sagen wir, Muskulatur endlich entspannt bist, weil du in der Tiefe organisiert und stabil bist. Hört sich gut an, oder? Gut. Okay, jetzt werden wir ein bisschen schneller und lass mal das Becken mitschwimmen. Ja, spüren über dieses Tempo und dass wir das Becken jetzt nicht mehr stabilisieren in der Tiefe, schwingt das Becken unten und du hast so sanfte Diagonalzüge im Rumpf. Ja? Genau. Atmen. Genau. Und jetzt heißt es wieder, das Becken zu stabilisieren und trotzdem hier unten mit der Schwingung noch ein bisschen aktiver zu werden, ein bisschen schneller. Ja? Mach oben nicht den Schultergürtel fest, sondern bleib geöffnet. Und wenn du wirklich etwas schneller wirst, dann spürst du jetzt explizit Spannung. Super. Alles klar. Ja. Dann werde ich wieder ruhig und gemütlich und geh so mit den Armen langsam nach oben. Und schau, dass du jetzt nicht mit den Schultern startest, sondern lass die wieder sinken. Steh ganz klar im Lot. Kreuzbein sinkt. Genau. Wir quälen jetzt unsere Längsachse. Das heißt, werd mal oben etwas schneller. Super. Genau. Atme. Super. Komm hier oben zur Ruhe. Komm runter. Und stütz dich mal für einen Moment auf die Ellbogen. Das ist mal so ein schöner Moment, nochmal den Rücken rund werden zu lassen. Und dann roll dich auf. Sehr gut. Prima. Jetzt nehmen wir die Flasche hinter den Körper. Unser Aktionsraum ist immer vor dem Körper. Und es ist auch gut, mal hinter den Körper zu gehen. Und hier jetzt wieder wichtig, Schulterblätter rollen aktiv nach hinten und lass die Arme lang werden. Also bleib nicht irgendwie gebeugt, sondern hab das Gefühl, du hast wirklich viel Raum hinter dir. Du kannst den ganzen Raum nutzen und dann beginnen, hinter dem Körper sanft zu schwingen. Super. Genau. Bleib auch hier wieder gut in der Verbindung dabei. Ja? Lass die Atem fließen, weil wenn es anstrengend wird, ist es manchmal so, dass wir dann plötzlich mit der Atem stocken, die Luft anhalten. Atme. Genau. Verlängere die Arme. Super. Komm zur Ruhe und jetzt geh mit der Flasche in diese Vorbeuge. Nutz das Gewicht der Flasche. Lass den Kopf mal hängen, bleib in der Atmung und dann roll vorsichtig wieder auf, komm hoch. Super. Okay, jetzt gehen wir in diese weite Kniebeuge. Ja? Also, die Flasche erstmal so vor dem Körper
Und jetzt geht tief rein. Einatmen. Rein. Denk dran, es ist nicht die Aufgabe, den Kopf irgendwie da oben zu halten, weil das macht dann den Nacken eng. Also bleib in so einer klaren Verbindung. Setz dich tief rein. Atme. Super tief. Genau. Rein und raus. Ja, setz dich tief rein. Genau. Ja, super. Trau dich rein. Bleib hier oben entspannt. Noch vier. Noch drei. Zwei. Und jetzt bleib unten. Nimm die Flasche vor dem Körper eng. Und schwinge hier eng rechts, links. Trau dich, unten zu bleiben. Ich weiß, da oben ist es ein bisschen gemütlicher. Aber es gibt so einen schönen Spruch: Wachstum findet nicht in der Komfortzone statt. Ja, und jetzt gehen wir mit der Flasche langsam nach oben vorne. Ja, und komm wieder mit der Flasche an den Körper ran. Ja, sogar am Körperschwerpunkt. Es ist ein bisschen leichter. Die Ellbogen sind weit geöffnet. Und jetzt geh wieder nach vorne. Super. Geh ein bisschen tiefer rein. Komm zur Ruhe. Löst das Ganze tief und hoch. Wow. Ist gut zu spüren, oder? Sehr gut. Wir haben jetzt praktisch noch eine zweite Runde. Nochmal mit einer anderen Richtung. Vier. Gleich geschafft. Drei. Zwei. Einen. Bleib wieder hier und dann geh mit den Armen nach oben und schau, dass es nicht die Schultern sind, die da hochziehen, sondern bleib hier und entlang der Linksachse. Und jetzt schau, dass du während du schwingst, atmest und gleichzeitig geh tief ein. Lass die Beziehung zwischen Kopf und Becken wirklich klar sein. Vier, drei, zwei, ein, komm zur Ruhe, löst das Ganze und wow, atme. Wir wechseln jetzt von der großen Flasche zu den kleineren. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und sagt, ich weiß gar nicht, ob 500 ml oder 1 Liter, starte mit den größeren und wechsle dann zu den kleineren, wenn du merkst, es ist doch zu viel. Jetzt geht es nochmal darum, weite dein Handgewölbe, greif wirklich gut entspannt mit Weite in die Flaschen. Du musst sie nicht wirklich kraftvoll festhalten, sondern es ist eher das Gefühl von Raum und Weite. Knie weich. Jetzt über den Impuls der Beine nutzen wir jetzt die Flaschen als zusätzliche Schwungmasse, um zu schwingen und den ganzen Schulterwirbel, Schulterbereich nochmal frei zu schwingen. Genau, Brustkorb schwingt mit. Super. Komm dann langsam zur Ruhe. Okay. Wir haben eine zweite Runde Beine. Starte mal hüftbreit und dann setzt du dein rechtes Bein nach hinten. Ja, ich setze mich ständig ins Profil, dass es gut zu sehen ist. Und der erste Auftrag ist, dass die Ferse nicht runtersinkt, sondern dass du die Ferse wirklich aktiv hebst. Ja, das ist Bedingung für die Kniebeuge. Dann richte das Becken auf, bring auf der rechten Seite dein Becken, kann sie nach hinten, unten, außen und dann geh tief in diese Kniebeuge hier rein. Eine schöne öffnende Übung hoch. Gott, Schultern entspannt. Ja, es gibt unterschiedliche Versionen von diesem Ausfallschritt. Ja, also wir gehen jetzt hier nicht nach vorne, sondern gehen mit dem hinteren Bein in die Kniebeugung. Und das vordere Bein ist nur das Ergebnis. Super. Ich weiß, wir hatten ja schon mal ein bisschen Beine, also bleiben wir schon mal hier unten. Verschiedene Arme hier.
Hände sind vorne, schwimm hier, im Wechsel, atmen. Ja, und trau dich, komm, ich weiß, hochkommen ist immer so unglaublich verlockend. Effektiver als runtergehen. Super, atmen. Und jetzt geh mit beiden Armen nach außen. Spür nochmal, dass die Intensität für den rechten Oberschenkel zunimmt. Huch, das war ich. Noch vier, noch drei, zwei, eine, komm zur Ruhe. Hier unten nochmal so ganz sanft schwingen. Und dann steh nach vorne auf. Gut. Wir machen so eine kleine Mini-Pause und schwingen nochmal, bevor wir die andere Seite machen. Das heißt, du kommst in diesen weiten Stand, Knie leicht gebeugt und hier wirklich Knie raus. Und jetzt nutzt wieder diese Flaschen als Schwungmasse und schwing um deinen Körper herum. Und wichtig ist, dass du die Knie bleib dabei rausdrückst, weil sonst ziehst du dein Knie so in diese Innenrotation. Ja, es ist so eher nicht so wirklich gut, oder? Ja, sondern bleib stabil, zieh auch das Schambein nochmal gefühlt nach innen, oben, sodass dein Becken eigentlich unterhalb deines Bauchnabels so alles stabil ist. Und diese Schwingung, die im Brustkorb ankommt, zwerg. Hey, schön. Gut. Dann komm wieder zur Ruhe. Und jetzt, keine große Überraschung, Füße hüftbreit parallel und du bringst dein linkes Bein nach hinten. Okay? Super. Richte dich auf und dann geh hinten rein. Stell dich wieder auf das Profil. Tief rein und raus. Sehr schön. Ja, also hilfreich ist, wenn ich wirklich hüftbreit stehe. Wenn es sehr wackelig ist, kann man immer ein bisschen weiter schieben. Ja? Also schau, dass du eine Stabilität erzeugst, um dann wirklich so Klarheit in der Übung zu finden. Super. Ich liebe diese Übung. Schön hüftöffnend. Wenn man sie regelmäßig macht, ist sie auch nicht mehr ganz so schlimm. Okay, tief und hoch. Ja, nicht nach vorne gehen, sondern bleib hier. Vorne die Ferse gut in den Boden verankern. Super. Letzten. Vier, drei, zwei, einen. Bleib hier. Geh jetzt nochmal nach vorne. Ja. Gleiches Recht für alle. Ja. Und jetzt nicht die Flaschenkrampfe festhalten. Denk nochmal daran, dass du praktisch wirklich aus deiner Handwurzel heraus einfach Klarheit hast. Und dann geht auch wieder hier unter, raus, Entschuldigung, raus und werde weit. Nicht fest werden und eng, werde weit. Hui, stopp. Unten nochmal so ein bisschen schwingen und lösen. Puh. Sehr gut. Bevor wir jetzt gleich auf den Boden runtergehen, machen wir nochmal so eine Runde dieses Schwingen. Verbinde dich mit der Atmung. Gut. Ja, so recht weit intensiv jetzt. Gut. Dann pendle langsam wieder aus. Gut, ich hoffe, es geht dir gut. Fertig, ready für den zweiten Teil. Und zwar gehen wir auf den Boden, auf den Boden runter, du gehst auf deine Matte. Ich ziehe hier auch meine Schuhe aus. Und wir starten auf dem Boden im Vierfüßler. Ja? Das heißt, geh, wenn du bereit bist, runter auf die Knie in deinen Vierfüßler. Die Finger so richtig schön auffächern, die Hände. Und dann komm in diesen, ich nenne das den konvexen Ziehbogen. Und dann gehen wir unter mit der Einatmung in den Konkaven. Ja, also ich benutze nicht mehr die Begriffe Katzenbuckel, Pferdebücken oder Katze-Kuh, sondern für mich ist ein C-Bogen doch, da erschafft, stellt sich
für mich doch mehr ein Bild von einer harmonischen Eigenbewegung. Ja. Brustbein für, atme ein, konkav. Kreuzbein führt, atme aus, konvex. Genau. Noch zweimal mehr. Atme ruhig ein und aus. Bleib immer im konvexen Zehen. Steißbein zum Schambein. Kreuzbein folgt. Schulter bitte weg von dem Ohrläppchen. Löst das auf. Komm in die Streckung. Das heißt, du legst die Hände auch hier gut aufgefächert auf den Boden, schieb gefühlt die Sitzbänder nach hinten, das Kreuzbein und gleichzeitig dein Brustbein nach vorne. Sehr gut. Atme. Stabilisiere deine rechte Hand, fühle den linken Arm unten durch, Kinn zum Brustkorb, sei gut gestützt mit der rechten Hand. Atme mal in die linke Brustkorbseite ein. Und dann stütze dich mit der rechten Hand auf, hol den linken Arm zurück, komm in der Streckung an und dann geh zur anderen Seite. Genau. Bleib auf der linken Seite gestützt, auf deinen Knien. Ja. Und dann wieder aufstützen, nochmal in die Streckung kommen. Gut, atme nochmal tief durch. Und dann komm wieder nach oben. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Ich drehe mich mal, dass es dann vielleicht besser zu sehen ist. Links gut stützen, nimm die rechte Hand der Flasche ans Brustbein. Und dann sinkst du nach unten mit der Schwerkraft. Und nutzt wieder den ersten Impuls vom Boden. Atme ein und aus oder umgekehrt. Ne? Also wie gesagt, wichtig ist, dass du atmest. Nutz wieder den Boden, lass deine Schultern weit und breit. Du hast das Gefühl, nicht nur dein Brustbein, sondern die Flasche im Raum zu bewegen. Super. Genau. Mach nochmal. Einatmen. Aus. Bleib jetzt hier. Nimm wieder den Arm raus. Stütz dich gut, heb das Brustbein und dann schwinge mit der Flasche. Breite Schultern, spür, ob das wirklich dadurch der Nacken frei ist, lang ist. Und 4, 3, halt die Flasche entspannt, 2, 1, komm zur Ruhe und löst das Ganze. Und die Hände nochmal nach vorne, komm nochmal in deine Streckung. Sehr schön. Komm nach oben und in die Rückenlage. Und hier für die letzte Übung brauchst du dann nochmal eine Flasche und das kann die große sein, kann aber auch eine kleinere sein. Okay? Das heißt, stell die Flasche erstmal neben dich parat, bring deine Beine nach oben. Und wer jetzt schon mal Pilates gemacht hat, der wird die Übung kennen. Das heißt, du bist hier, der Kopf liegt entspannt in den Händen und du bewegst ein Bein nach vorne, zurück und dann das andere. Aufgabe ist, während das Bein nach vorne geht, das Becken aufzurichten und stabil zu halten. Und das kann sein, dass du deswegen auch das Bein nicht ganz so weit nach vorne bringst. Ja, also spür selber, wann du dein Becken nicht mehr gut stabilisieren kannst. Ja, super. Und dann, stopp, kommt die Flasche mit dazu. Schwing mit der Flasche rechts, links und dann wieder hier in die Bewegung kommen. Und wenn du das Gefühl hast, der Nacken braucht Unterstützung, kann man auch die Flasche mit einer Hand schwingen
und die andere Hand zum Stützen nutzen, nur dann musst du irgendwann wechseln. Ja? Super. Atme. Und auch wenn es schwer wird, bleibe freundlich. Jede Seite noch einmal mehr. Dann bleib hier. Roll dich noch ein bisschen mehr auf und schüttle nochmal rechts, links. Ui, komm zur Ruhe. Stell die Flasche beiseite und dann komm in die Rückenlage. Streck mal die Arme über dir lang aus. Atme in den Bauch. Super, es ist geschafft. Jetzt noch so eine kleine Schlussentspannung. Nimm die Arme neben den Körper, stell die Füße auf. Und jetzt nutze mal so den Boden, stoß dich mal so vom Boden alternierend ab und bringe deinen Rumpf in so eine sanfte Schaukelbewegung. So bauchweich, deine Schultern, dein Gesicht. Kiefer gelenk. Super. Und dann kommen wir wieder zur Ruhe. Und dann leg deine Arme so nach rechts, links in die Weite. Bring dein Becken zum linken Mattenrand und beug beide Beine und leg die Beine auf die rechte Seite. Tief ein und aus. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in deine Mitte. Und dann von hier weg nach rechts. Beide Beine gebeugt nach links. Und auch hier wieder in die Atmung kommen. Mit der nächsten Anatmung wieder zurück zur Mitte. Nimm die Beine zum Körper, stell zu den Knien. Schau jetzt ein paar Mal über deine Wirbelsäule. Und dann setz dich auf und komm auf deinem Weg behutsam ganz nach oben. Super. Und oben ist, erlaubt dir einfach so ein bisschen hier so zu hüpfen, zu schaukeln, genau. Und dann komm zur Ruhe und atme nochmal tief ein, rein lange und ruhig aus und wieder ein, leg die Hände zusammen, atme aus. Sehr schön. Dann sind wir für diese erste, für dieses Workout am Ende. Ich wünsche dir jetzt, je nachdem, welche Tageszeit du jetzt hast, einen schönen Tag, einen schönen Abend und wie gesagt, es gibt noch ein zweites Workout, vielleicht hast du ja Lust, auch dieses mal auszuprobieren und dann, ja, wenn wir uns bald mal sehen, freue ich mich vielleicht über ein Feedback, ob das Workout dir sozusagen Spaß gemacht hat, Freude gemacht hat oder du vielleicht auch weitere Wünsche hast. Gut, also, bis bald, tschüss.